Du bist. Dass sowas bei mir auch mal vorkommt. Ich habe mir gebucht einen Helikopterflug über das Great Barrier Reef. Ich habe fast meinen Flug verpasst, weil dementsprechend habe ich dann gecancelt. Angekommen im nächsten Airbnb. Es sieht aus, als würde ich weinen. Ich weine nicht, meine Augen sind nur müde. Mir ist eingefallen, ich habe euch die Story noch gar nicht erzählt, weil ich hatte bis gestern um 20 Uhr noch keinen Platz zum Schlafen für heute, denn ich habe ja meinen Flug umgebucht. Also ich wäre ursprünglich nur bis Samstag hier an der Gold Coast geblieben, habe aber umgebucht, dass ich bis Sonntag hier bin. Also mein Flug nach Cairns geht jetzt am Sonntag. Und mein ursprüngliches Airbnb, das war nicht möglich, dass ich da bis Sonntag bleibe, weil da schon neue Gäste dann drin gewesen wären und ich wollte nicht für eine Nacht umziehen. Dementsprechend habe ich dann gecancelt, aber ich habe halt gestern für heute gebucht. Also so unfassbar spontan. Dementsprechend gab es nicht mehr so viel. Der Besitzer hat mir hier gerade auch alles gezeigt. Der war auch super cute. Ich bin im eigenen Eingang. Dann habe ich hier auch eine kleine Terrasse. Und das ist quasi eigentlich einfach nur ein Zimmer. Also ein richtig riesiges Bett. Er hat mich gestern noch gefragt, so was ich lieber mag. Rotwein, Weißwein oder Bier. Und ich war so, ja, yeah, I don't drink alcohol. Jetzt hat er mir hier eine Coke Zero gebracht. Pringles habe ich bekommen. Ja, sweet. Ja, da hinten habe ich einen Schrank, Fernseher. Und hier ist mein Badezimmer. Ist alles super sauber. In diesem Airbnb habe ich offensichtlich keine Küche, aber ich habe hier einen Toaster, eine Kaffeemaschine, heißes Wasser, Mikrowelle. Hier oben habe ich Geschirr. Und dann sagt er mir gerade auch noch, ich habe noch ein paar Sachen für dich im Kühlschrank. Ich habe einfach Erdbeeren bekommen. Ich habe so eine Schokolade und ich mag ja Minze-Schoki. Eiswürfelchen. Und hier noch mehr Cola Zero. Das weiß ich gar nicht, was das ist. Also dieser Host, so cute, wirklich. Fühlt man sich direkt sehr, sehr wohl. Auch davor super cute war bei meinem Bus. Also ich musste von Byron Bay ja hierher kommen mit einem Bus. Und ich dachte eigentlich, dass ein öffentlicher Bus fährt. Aber der wäre erst um 20 Uhr irgendwann gefahren. Und ich musste halt mein vorheriges Airbnb schon um 10 verlassen. Das heißt, ich habe mir so einen Shuttle gebucht. Es wäre aber nur bis zum Flughafen gefahren oder bis zur Sunshine Coast direkt hoch. Also das ist dann an Burleigh direkt schon wieder vorbei. Also ich hatte halt nur bis Gold Coast Airport gebucht und dann wäre ich vom Airport nochmal umgestiegen und dann mit einem Bus hier reingekommen. Habe ich aber den Shuttle-Fahrer gefragt, ob er mich halt einfach hier vielleicht rauslassen kann und er war so cute. So, eigentlich geht es nämlich nicht, aber er hat das einfach gemacht, das fand ich auch so lieb. Bin irgendwie richtig K.O. jetzt gerade. Plus, wir haben hier eine Stunde Zeitverschiebung. Ich bin um 12.30 Uhr losgefahren. Wir sind eine Stunde gefahren und um 12.30 Uhr angekommen. Das ist noch ein bisschen confusing. Aber ja, deswegen, ich hau mich jetzt, glaube ich, erstmal auf dieses Bett mit meinem Laptop und schneide meinen Vlog weiter. Das habe ich nämlich gerade auf der Fahrt gemacht. Good morning. Wir haben Samstag. Es ist 7 Uhr und ich habe mich gestern gar nicht bei euch gemeldet und den Tag davor ja auch nicht wirklich und das lag daran, ich weiß, ich wirke sehr oft so, als hätte ich alles so komplett im Griff und meistens ist das tatsächlich auch so, aber eben auch nicht immer bei mir, was auch vollkommen normal ist, aber irgendwie so die letzten Tage habe ich es nicht so gefühlt. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das mit meinem Zyklus zusammenhängt. Ist mir dann nämlich gestern aufgefallen, als ich so in meine Zyklus-App reingeschaut habe. So voll innerlich aufgewühlt und ich weiß einfach nicht, woran es wirklich liegt. Noch dazu, ich habe die letzten Nächte wirklich immer so unfassbar schlecht geschlafen. Also wirklich nur so 4-5 Stunden. Auch da, keine Ahnung warum. Aber ja, jedenfalls ist das Ganze dieses Gefühl, diese Unruhe in mir, wirklich gestern Nacht darin gegipfelt, dass ich da um 0 Uhr saß und so kurz davor war, meinen weiteren Trip hier zu canceln. Ich fliege ja morgen weiter nach Cairns, bin dort bis Mittwoch, fliege dann Mittwoch nach Hongkong. Wie gesagt, ich war gestern wirklich so kurz davor, den Flug komplett, also diesen ganzen Cairns-Umschwung, Hongkong-Stopover zu canceln und morgen direkt nach Hause zu fliegen. Weil ich irgendwie so ein komisches, wie gesagt, Unruhegefühl in mir hatte.
und ich das halt so auch nicht so wirklich von mir kenne. Und ja, ich habe es dann letztendlich nicht gemacht, weil es auch einfach dumm teuer gewesen wäre, das jetzt alles so zu canceln und neu zu buchen und so. Wollte ich das an dieser Stelle nur mal mit euch teilen, damit ihr wisst, dass sowas bei mir auch mal vorkommt. Jetzt sieht die Welt aber eh schon ganz anders aus. Ich habe mir nämlich dann noch eine Boxing-Class gebucht. Da bin ich jetzt gerade auf dem Weg hin. Ich hatte schon ein Pain au Chocolat, ein Flat White und die Welt ist wieder okay. Lieber rein, nicht, dass der mir geklaut wird, weil ich glaube, den werde ich hier noch brauchen. Ihr bekommt gleich auch wieder eine Roomtour. Ist hier, wie angekündigt, nicht so special. Ja, also Bett, Küche, Wohnzimmer. Tim Tams habe ich bekommen. Und hier so ein paar Aufstriche und so. Badezimmer. Also man hat definitiv alles, was man braucht im Vergleich zu meinen vorherigen Unterkünften. Gerade im Vergleich zu der in Byron oder Bondi ist das natürlich ein bisschen was anderes. Kurzes Lage-Update. Eventuell hört ihr es. Es ist immer noch komplett am Schütten. Wir haben inzwischen 16 Uhr. Ich sehe auch nicht, dass das heute noch aufhört. Laut Wetterbericht wird es die ganzen Tage auch nicht aufhören. Which is great. Dann ist mir eingefallen, ich habe euch noch gar nicht erzählt, ich habe fast meinen Flug verpasst, weil ich habe ja die letzten Nächte so scheiße immer geschlafen und mein Körper dachte sich anscheinend, in der Nacht, in dem dieses Girl um 4 Uhr zum Flughafen muss, komm, das schlafen wir doch mal richtig gut. Ich hatte mir extra schon Uber vorbestellt zum Flughafen, der mich dann abgeholt hätte um 4.30 Uhr und der wurde dann gecancelt, offensichtlich, weil ich im Tiefschlaf war. Ich bin um 5.20 Uhr aufgewacht. Boarding war 6.10 Uhr. Ich brauchte mit dem Uber 20 Minuten zum Flughafen. Ich bin aufgewacht, war so, fuck, Uber bestellt. Das hat 10 Minuten gebraucht. In der Zeit habe ich meinen ganzen Stuff noch zusammengepackt. Das Airbnb verlassen, in den Uber gesprungen. Der Uberfahrer hatte auch die Ruhe weg. Ich habe ihm so gesagt, so, I'm about to miss my flight. Und er war so, oh. Und dann komme ich auch an dem Flughafen an. Und das ist bei einigen Flughäfen hier in Australien so, dass man selber sein Gepäck aufgibt. Also dann kriegt man selber dieses Baggage-Ding da rausgedruckt, macht das an seinen Koffer selber dran und tut den Koffer selber aufs Band und gibt den quasi selber auf. Also man hat da gar keine Interaktion mit irgendwem, es sei denn, es ist irgendwas, was bei mir der Fall war, weil ich habe ja über Gepäck. Ich war um 5.50 Uhr am Flughafen. In Deutschland wäre ich da never ever durchgekommen, aber es hat niemanden gebockt. Ich musste sogar noch eine Mitarbeiterin eben, musste mir was wegen meinem Koffer da halt freigeben, wegen des Übergepäcks. Und auch die war so voll, hat es überhaupt nicht interessiert, dass mein Flug in 20 Minuten geht. Irgendwann muss ich raussteppen für den Supermarkt. Ich hatte mir am Flughafen noch was zu essen mitgenommen, beziehungsweise habe ich im Flug was zu essen gekriegt. Ich frage mich immer noch warum, aber irgendwie habe ich da was zu essen gekriegt. Es war nur ein 2-Stunden-Flug. Das Ding ist halt auch, hier kann man nichts machen. Also sonst, nämlich in den anderen Städten gab es ja immer so übelst viele Classpass-Angebote mit irgendwelchen Fitness-Classes, die ich hätte machen können, aber auch das gibt es hier nicht. Ich nutze die 5 Minuten, in denen es mal aufgehört hat zu regnen, um schnell zum Café zu steppen und von dort zu arbeiten. Also ich habe beschlossen, ich habe genug Zeit damit verbracht, mich über Dinge zu beschweren, die ich eh nicht ändern kann. Wie zum Beispiel das Wetter. Abgesehen davon ist es ja schon besser geworden. Hier hinten ist der Himmel ein bisschen blau. Ne? Wir sind optimistisch. Ich habe mir gebucht einen Helikopterflug über das Great Barrier Reef. Ich wäre natürlich deutlich lieber dort schnorcheln gegangen. Die ganze Nacht komplett durchgeregnet. Dementsprechend war mir das einfach zu unsicher. Und ich sehe es aber auch nicht ein, hier in Cairns zu sein und das Great Barrier Reef nicht zu sehen. Das haben mir wirklich echt einige empfohlen und ich war zuerst so, Alter, Leute, das ist doch sauteuer. In meinem Kopf hat das irgendwie so 1000 Euro oder so gekostet. Tut's nicht, das kann ich euch schon mal direkt sagen.
120 Euro. Das ist trotzdem natürlich sehr viel Geld, aber anscheinend soll es sich ja lohnen. Ich werde euch das danach natürlich auch berichten. Aber das war ja mal gigantisch schön. Es ging eine Stunde lang. Ich, lucky me, durfte vorne direkt neben dem Piloten sitzen. Jetzt gehe ich hier noch schnell in so einen Biomarkt, weil ich muss noch mal Low Cola aufkaufen. Ich werde einen Flat White in der linken Hand und war schon wieder um 5 Uhr hellwach. It's me. Aber ich habe heute eh eine Tour. Um 7.10 Uhr werde ich abgeholt. Hätte man jetzt nicht so früh für aufstehen müssen, aber ja, konnte nicht mehr schlafen, deswegen dachte ich mir, mache ich einen kleinen Morning Walk. Die Cafés machen hier ja eh alle um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf, deswegen easy. Ich war wieder bei dem, wo ich gestern auch zum Arbeiten war. Oh, cute, das sehe ich jetzt erst. ja, der Kaffee dort ist fantastisch, habe ich mir geholt und dann, ja, geht es jetzt wie gesagt gleich zur Tour. Es regnet wieder, wie ihr eventuell erkennen könnt, aber naja. Ich will mich nicht beschweren. Ich mache heute eine coole Tour. Es geht in den Regenwald. Wir machen, keine Ahnung, wir machen heute ultra viele Dinge. Also diese Tour geht auch 12 Stunden. Das wird ein Day. Ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß. So, we have reached the coastal road. And this road between here and Port Douglas is one of the most scenic drives. Ich übernehme mal kurz als Tourguide, weil wir sind hier an so einem richtig, richtig schönen Strand. Man darf hier nur weder schwimmen noch überhaupt zu nah ans Wasser gehen und auch nicht zu nah nach dort hinten, weil da ist die Mündung des Flusses und ja, hier sind überall Crocodiles. Central America, like a creme brulee, kind of butterscotch. And then we have an Australian native, the wattle seed, which is more like that kind of hazelnutty mocha. There you go. As a spore. So if you look underneath their leaves, you see that brown feathery pattern. That's where the spores are being released from. Seven. So her web is incredibly strong. You know when you walk into one of their webs because you usually bounce back out of it again.
aus Cairns. Heute ist Mittwoch. Abreisetag, generell großer Reisetag. Aber ich wollte noch kurz zu der Tour gestern was sagen. Ich war ja bei dieser Daintree-Tour. Also Daintree ist der Nationalpark. Es war echt cool. Man muss nur sagen, also hier war vor 3 Monaten, glaube ich, ungefähr, so ein Zyklon, Jasper. Und hier war wirklich alles so komplett überschwemmt. Ich weiß gar nicht, ob man das in Deutschland damals so doll mitbekommen hat. Ich habe damals, glaube ich, selber nur so Videos gesehen, weil dann halt irgendwie einfach Krokodile in der Stadt herumgeschwommen sind. Durch diese Flut halt. Also hier war, wie gesagt, ist auch der komplette Flughafen und alles stand komplett über Wasser. Und dementsprechend sind voll viele Straßen entweder noch komplett gesperrt in der Region, also gerade dann, wenn man halt weiter hochfährt, da Richtung Regenwald und so, nur einspurig befahrbar. Und genau deswegen, Teile von dem Trip, die da normalerweise drin sind, kann man auch gar nicht machen, weil die wahrscheinlich auch erst wieder in einem Jahr irgendwie zugänglich sein werden. Aber wie gesagt, trotzdem viel gesehen. Es hat gestern dann nur leider irgendwann auch wieder komplett angefangen zu schütten. Deswegen dachte ich mir, mache ich jetzt heute noch einen Morning Walk, bevor es dann gleich an den Flughafen geht. Ich kaufe aber gleich auch noch ein paar Mitbringsel. Und dann ja, geht es an den Flughafen. Dann fliege ich von Cairns nach Sydney. Bin dann um 19 Uhr in Sydney und dann fliege ich weiter nach Hongkong. Aber man konnte die Flüge halt nicht zusammen buchen, sondern nur einzeln. Dementsprechend, also ich müsste sowieso ans andere Terminal, aber ich muss halt dann auch nochmal komplett raus und dann nochmal neu einchecken mit meinem ganzen Stuff. Ich bin um 4 Uhr morgens in Hongkong an und mein weiter Flug ist halt um 0.15 Uhr. Also so, das habe ich mit Absicht so gemacht, dass ich jetzt den Tag in Hongkong habe. Aber ich glaube, das wird todesanstrengend. Also ich werde meinen Koffer halt dann am Flughafen lagern. Ich habe schon geschaut, was kann man dort auf jeden Fall machen. Und dann ja, den Tag über die Stunden, die ich dort schon halt so rumsteppen. Also es sind ja dann 20 Stunden, die ich in dieser Stadt habe. Schauen wir mal, wie ich die nutzen werde. Ich nehme euch dann natürlich auch wieder mit. In Hongkong. Ich warte gerade hier, dass ich mein Pack abgeben kann. Ich mache nämlich erst um 5.30 Uhr auf und jetzt ist 5. Eine Reise ging auch super schnell. Also wirklich, ich musste überhaupt gar nicht warten. Einfach nur kurz meinen Pass zeigen, so ein Mini-Zettelchen ausfüllen und that's it. Also man braucht mit diesem Flughafen-Train, keine Ahnung, braucht man nur 24 Minuten in die Stadt rein. Aber ich frage mich gerade, was um 6 Uhr in der Stadt soll, weil da ist auch noch dunkel draußen. Also die Sonne geht hier um kurz vor 7 auf. Ja, mal sehen. Also ich bin euch ehrlich, ich habe alles erwartet, aber nicht, dass ich hier die Vögel zwitschern höre. Es ist ja unfassbar ruhig gerade. Da hinten ist die Sonne auch. Es ist immer eh so nice, wenn Stadt und Berge so aufeinander treffen. Luft hier tut richtig gut, weil die letzten Tage in Cairns, da war es ja so ultra tropisch, man konnte irgendwie nicht so richtig gut durchatmen und es ist gerade so angenehm. Gut, vielleicht liegt es auch am Flug, der davor stattgefunden hat, aber die Luft ist auch nicht die beste, aber es tut gerade so gut. Frische Luft, Sonne, mein aufgekratzter Pickel. Ja, jedenfalls ist dort drüben Hongkong Island und dort ist auch The Peak, also Mutter. Das, weil das sieht am höchsten aus und ich glaube, das ist der höchste Berg in Hongkong. Und man kommt da drüben, aber echt nur mit der Fähre rüber. Oder halt mit dem Auto, aber man kann jetzt nicht rüberlaufen oder so. Kleiner Lagebericht, also mir wurde gesagt, dass es steil ist, aber es ist wirklich, es kommt schon wieder nicht so rüber, es ist wirklich sehr doll steil. Ich war schon so, ach, so steil wird es nicht sein. Doch. Dieses mächtige Gebäude
scheint der Look auch zu sein. Das, ja, ich weiß nicht, ob das so heftig rüberkommt, wie es in echt ist. Meinen letzten Riegel dieser Reise habe ich mir aufgehoben. Ich mache das irgendwie immer, dass ich so sagen kann, in der und der Stadt war mein Riegel schon. Ja, jetzt ist es Hongkong. Wie crazy ist die View? Zurück und ich irgendwie ist runterlaufen sogar noch ein Ticken unangenehmer, weil es dadurch, dass es wirklich enorm steil ist, so in die Knie geht. Also jetzt gerade bin ich schon wieder an der Straße angelangt, weil man läuft so die Hälfte der Strecke an der Straße und die andere Hälfte durch den Wald. Also ja, der untere Part ist dann nicht mehr ganz so pretty, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, also auch dort hochgelaufen zu sein, weil man kann ja auch mit Bus oder so einem Train hochfahren. Aber erstens kostet das und ich bin Schwabe. Und zweitens habe ich ja meine Stunden hier, meine 20 Stunden hier zu füllen. Und deswegen dachte ich mir, laufe ich da hoch. Ja, war cool.